und wir gehen nochmal ein kleines Stück zurück. Die heutige Folge, und zwar die Folge 203, die übrigens am 17.04. rauskommt. Wenn ihr das jetzt seht, wenn ich es hinbekomme. So, ich stelle mich jetzt mal hier rein. Guck mal, ob alles beim linken und rechten geblieben ist. Hier eine schwarze Hase, also Wachhase. Habt ihr jetzt bestimmt nicht gesehen von Weitem, dass da ein Hase sitzt. Genau, hier ist nämlich ein Pferd. Hier ist ein Pferd. Ja, ich habe dich gerade nicht angeklickt. Dieses Pferd. Hat diese Werte? Wenn ich auf E drücke, hat es dieses Inventar. Eine eiserne Pferderüstung und Sattel. Na, das ist ein braunes Pferd. Dieses braune Pferd, Schiff, zum Absteigen nutzen. Dieses braune Pferd mit dieser Rüstung wurde hier irgendwo vergessen. Schwirrte auf einmal hier vor den Toren Levitins rum. Der dieses Pferd gehört, müsste sich bitte melden. Ich gehe jetzt mal kurz noch, wenn ich... so. Da brauche ich mich nicht teleportieren. Oder teleportiere ich mich? Ich teleportiere mich nicht. Ich lernte auch ein bisschen was von der Map hier kennen. So. Da bin ich. So, unter anderem ist ja hier das Brombereich. Kleine Melönchen, kleine Holzstämme, mit kleinen Kürbissen, kleinen Truhen versehen wurden. Hier unter anderem, hier ist der kleine Kürbis, hier ist ein kleines Radio. Na? Ein bisschen sommerlich gestaltet, hier mit ganz vielen Blümchen. Und einen großen Apfelbaum, also einen großen Baum, Sommerbaum mit Äpfeln dran. Hier die Liege mit dem Radio drauf, habe ich glaube ich jetzt schon mal erwähnt. Lass dich nicht für den Schnee irritieren, der kommt noch weg. Wollte ich nur kurz ein paar Attraktionen hier am Spawn zeigen. Zum Bleistift. Kann man jetzt hier springen? Er hat ein Trampolin. Finde ich eigentlich eine super tolle Idee. Kann man hier rausgehen. Hier fehlt. Oh ja, kann man durchgehen. Das gefällt mir nicht. Da ist ja drüber was, ja. Ich mache da erstmal provisorisch Sand hin. So. Ja, Apfelbaum der S-Man habe ich erstmal umgeschrieben. Hier zum Bleistift sind jetzt auch zwei Pfeile. Oh, es wird Nacht. Da muss ich mal ganz kurz ein bisschen hier Tag machen. Ich hoffe, ich störe euch nicht. Hier geht's zu den Portalen. Ha, genau. Und wenn man jetzt zu den Portalen hier hochgeht, kann man zu einem nochmal den Apfelbaum von der schönsten Seite sehen. Bleib mal nach Foto. Und hier sind ja die ganzen Portale, ne? Nehmen City nach alten Hütten, Lemetin, Tan, Südschatten, Gatum, Südösmen City, Pelton, Gebetsbrede. Das ist nicht besetzt, das ist noch nicht besetzt. Hier geht's zur Farmwelt, hier geht's zum Nether. So. Ich habe jetzt hier, überall wo nichts ist, ein Fragezeichen hingesetzt. Und überall wo frei ist und da offen Zeit steht oder noch im Bau zum Bleistift, steht da jetzt ein Fragezeichen mit der Truhe. Die Truhe ist sozusagen die Baukiste. Ne? Hier zum Beispiel kann man jetzt drauf gehen und da wird man teleportiert, wenn die Pfeile da stehen. Ja. Ich sitze über nach offline, aber es hat nichts zu sagen. Das wird noch umgeändert. Zum Beispiel kann man jetzt hier drauf gehen, wird man teleportiert in eine extra Welt. Also wenn man jetzt hier in den Chat schreibt, schreibt mal T rein, steht jetzt auch Süd Esmi Farm. Bedeutet, du bist jetzt in der Farmwelt. Du könntest dich jetzt hier frei bewegen. Und hier geht es wieder zurück. Sozusagen hast du hier die Möglichkeit, dich in alle möglichen Richtungen zu bewegen, die du möchtest. Da steht der Zaun wahrscheinlich nicht mehr da. Oder es stehen Portale da. Ich glaube, irgendeine Farbe geht dann nochmal ab in verschiedene Abzweigungen, wo dann Portale stehen, die dann sozusagen in alle vier Möglichkeiten. Möglichen Richtungen gehen, und zwar 3 Kilometer hin. Automatisch Tag geworden, darauf wollte ich warten, weil
In dieser Welt bleibt es für immer Tag. Das bedeutet, wenn die Dämmerung anbricht, ist sofort Tag. Und das macht die Farmwelt natürlich sehr sicher vor Monstern, denn Monster braucht man jetzt erstmal, glaube ich, nicht. Das wollen die wenigsten haben, weil man aus diesen Monster-Drops eben sehr wenig machen kann. Das Einzige, was sinnvoll ist, bei uns ist zum Beispiel Knochen von Skeletten, das kann man ja auch kaufen. Na? Und dann der Nether dort oben, kann ich euch ja auch mal zeigen. Baue ich nämlich mal die Druckplatte ab daneben. Kann ich euch ja mal zeigen, wie der bis jetzt ausschaut. Ihr seht es natürlich dann schon. So. So. Bam. Sind wir erstmal hier. Und wenn ich jetzt hier schreibe, bin ich jetzt im Wildnether. Gehe raus. Kann dann hier, das ist noch nicht errichtet, hier dann wieder zurück zum Spawn. Steht auch hier. Willkommen. Zustand offen eben an die örtliche Zeit. Und dann könnt ihr dann hier auch in alle möglichen Richtungen laufen. Hier gibt es keine extra Portale. Nehme ich jetzt mal das Slash Spawn nach, um zurückzukommen. Ja, dann gehe ich mal kurz wieder da hoch und baue noch die Druckplatte ab, weil zurzeit ist niemand da. Nur ich. Weil wir haben ja Freitagabend 19:05 Uhr. 19:06 Uhr ist es jetzt. Also die Uhrzeit hier, also die Server-Uhrzeit geht eine Minute vor, wollte ich kurz mal anmerken. Weil bei meiner Funkuhr ist es auch gerade nur 7:05 Uhr. Also 19:05 Uhr, 7:05 PM. Also 5 past 7 PM, würden die Engländer jetzt sagen. Das war noch nicht alles, was ich euch zeigen möchte. Und zu anderem, wir haben ja die 20 Minuten noch nicht voll. Kann noch einiges kommen. Jetzt hier zwei Entscheidungsfragen. Also, welche Richtung man geht. Zu einem hat man jetzt hier neue Sachen. Und zwar kann man jetzt in den Festungspark. Ist ein neues Ereignis bei uns. Und zwar gibt es da Crafting-Rezepte. Ist hier schon verzeichnet auf den Wegweiser. Ihr von ist ein neuer Wegweiser, weil man jetzt ja in den Park kommt. Und zwar hier Festungspark. Geht's hier lang. Hier übrigens ist der Örkgarten. Könnt ihr mal ausprobieren. Ja, ich habe extra gemacht, dass man hier nicht runterspringen kann aus Gründen. Zeige ich euch mal kurz. Ich mache wie gesagt alles nacheinander. Ich zeige euch jetzt erstmal den Örkgarten. Erstmal von oben. Hier geht's zum Örkgarten und Hafen. Hier vorne ist sozusagen ein kleiner Hafen. Hier ist der Örkgarten. Könnt ihr auch rübergehen. Hier habe ich die Blumen vergessen auf der Seite. Sieht auch lustig aus, so ein Blumenverschnitt. Müsste man eigentlich mal den Gärtner feuern hier. Etwas schroff die Blumen geschnitten. Hier zum Beispiel kommt ein kleines Hansa aus hin. Habe ich auch noch nicht hinbekommen. Ja, Irrgarten, Südasmeralien-Eingang. Geht man hier raus und man muss dann sozusagen hier einmal rum unter der Treppe durch und dann hier vorne wieder rauszukommen. Irrgarten, Südasmeralien-Ausgang. Ne? Hier muss man rauskommen. Wer schlau ist, schafft das. Es haben von 17 Leuten nur 2 aufgegeben. Ist doch schon mal ein guter Durchschnitt, oder? Also haben es von den 17 Leuten 15 ans Ende geschafft. So. Festungspark Kraftrezepte geht es weiter hier lang. Und hier habe ich mich mal probiert. Hier oben, wie das ausschaut, wenn wir das so gestalten. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob das so bleibt. Hier sind jetzt Festungspark, also Festungspark Dschungeleingang, so Bleistift. Also hier zum Beispiel Info, Tafel, Festungspark, neue Crafting-Rezepte hier lang. Hier ist schon die Crafting-Table. Bedeutet, neue Crafting-Rezepte. Unter anderem haben wir hier eine Pferderüstung aus Diamant. Die geht so. Oben links Wolle, dann eine Uhr braucht ihr, ein Stück Seide, ein Diamant, also 3 Diamanten in Gold und ein Stick, die Verbotsschilder zeigen, dass da nichts hinkommt. Das gleiche mit der goldenen Pferderüstung, hier unten steht auch das Rezept. Güldene Pferderüstung, eine Seite 4 Goldbarren, einen Stock, einmal Wolle, ein Niederwarze, die Wollfarbe ist egal, wollte ich nochmal kurz anmerken. Wenn die Wollfarbe nicht egal ist, ist es weiße Wolle. Ja, ist also ein Kettenhemd,
Vier Eisenbachen, Wolle, Seile, Stock. Ist die eiserne Pferderüstung. Und hinten geht es noch weiter. Hat nämlich gerade gedacht, was? Kettenrüstung? Genau, ihr könnt einen Sattel herstellen mit zwei Leinen und drei Leder. Das sind Leinen, sind keine Seide. Das sind Leinen. Seide sieht so aus. Und das ist zum Beispiel ein Namensschild. Ihr könnt einfach ein Namensschild mit einem Eisen, einem Tintenbeutel, einen Stock, eine Seide und eine Wolle. Und eine Spinnwebe geht mit drei Seide und einem Schleimball. Und ihr könntet auch Chain-Rüstung, also Kettenrüstung, so sieht ein Kopf aus, also mit einem Gitter und fünf Eisenbachen. Dann hüben drüben drei Eisenbachen in der Mitte und Mitte unten zwei Gitter, geht ein Harnisch, also Kettenharnisch. Könnt ihr alles ausprobieren, funktioniert, wurde auch bewiesen, dass es funktioniert. So geht eine Kettenhose und so gehen Kettenschuhe. Na? Wisst ihr Bescheid? Das sind jetzt erstmal hier diese 10 Crafting-Rezepte, die neu hinzugefügt wurden. Also der Park teilt sich auf in verschiedene, wie nennt sich das, verschiedene Themen. Also wie so ein Themengarten soll das sein. Hier sieht man, hier ist der Wüstenabschnitt. Hier geht es so in Forest über. Wenn ich jetzt F3 drücke, seht ihr hier auch Forest. Hier ist ein Desert über. Hier vorne ist im Dschungel, da müsste das eigentlich auch noch Dschungel sein. Genau, das habe ich noch nicht umgeändert. Das hier ist noch Dschungel. Und neben dem Forest geht es dann in die Ice Planks. Das bedeutet, hier müsste eigentlich Schnee fallen, aber der Niederschlag ist irgendwie aus. Deswegen müssen wir das dann am Schluss noch manuell hinsetzen. Das ist wie so ein kleiner Themengarten. F3 wieder drücken. Ja, hier sind kleine Palmen hier im Dschungel. Wenn euch Ideen einfallen, was noch in den Themenpark kommt, auf jeden Fall auch ein Blumenbeet hin, keine Sorge. Und wie euch der Weg hier gefällt, in die Kommentare, alles in die Kommentare. Mit dieser Kritik beziehungsweise mit neuen Bauvorschlägen tut mir natürlich sehr, sehr, sehr viel besser alles umsetzen. So, gehen wir wieder zurück. Du, du, du. La, la, la. So, sind wir da hier? Oh, ein Huhn. Habt ihr das Huhn gesehen? So, da wird nämlich gleich nach. Jetzt Nacht? Nee, ich kann nur nachts schlafen. Schade. Was haben wir hier noch in den Truhen? Stein. Also Cobblestone. Hier ist ganz viel Stein drin. Hier ist ganz viel Cobblestone drin. Und hier ist ganz viel Sand. Okay, tun wir erstmal den Sand hier rein. Klettersandstein, sehr gut. Da wollte ich nämlich ein Haus mitmachen mit glatten Sandstein. Gemeißelter Sandstein, sehr gut. Noch besser, ich nehme da auch mal ein bisschen gemeißelten Sandstein mit. Wir haben ein paar normalen Sandstein mit. Jetzt ist aber Nacht. Jetzt ist Nacht, genau. Und wir gehen mal hier rüber. Ich glaube, ich bin jetzt riesen Umweg gelaufen, aber egal. Lernen wir mal ein bisschen die Stadt kennen. Boah, ja, muss ich auf jeden Fall. Das war jetzt meine alte Wegweise, die Halbstufen höher zu setzen, weil der Gehsteig höher ist. Aber hier fällt mir das immer mehr auf, dass der. Das mache ich nämlich so wie hier, dass der eine nach unten ist. Was ich hier euch gezeigt habe: hier Kiesblumenweg, Strand am Ozean, Limmatiner Hafen. Genau, Betreten der Baustelle ist untersagt, aber wie ihr seht, es muss noch, ist hier noch ein Fluss, dann dort unter der Bahnbrücke durch. Das ist noch ein riesengroßer Weg. Genau, hier gibt es Zuckerstraße, genau, Zuckerplantagen. Dort ist so großer Umweg, sind wir ja gleich da. Und hier ist die Klaus-Weigand-Straße. Hier habe ich einen kleinen Akazien hingesetzt. Ich glaube, die ist mit der groben Erde hier gut, gut da. So, und hier zwischen setzen wir jetzt. Genau, haben wir ja einen freigelassen. So.
In der gleichen Bauweise wie drüben. Salopp. So. Kann er jetzt ein Fenster hin? Hier unten würde ich gern jetzt einen gemeißelten hinsetzen. Genau. Und hier ringsrum kommt noch diesen. Passt der, oder? Passt genau. Besser kann man es nicht machen. Ein Stack war das jetzt genau. Oder zwei Stacks. Ne, ein Stack, oder? Ein Stack? Wie sieht denn das von oben aus? Das hat doch auch von oben irgendwas gehabt, was orientalisches. Genau. Schaut doch gut aus. Das Blaue wurde mir geschrieben. Weiß nicht, wer das immer ist, der mir das schreibt. Das soll mir ein Schwimmbad draus machen. Lieber Mr. Anonymous, der mir immer E-Mails schreibt. Mach ich sehr, sehr gern. Also, der Mr. Anonymous, der ist hier sehr stark im Let's Play beteiligt, aber eher offscreen, ne, am Projekt beteiligt. Muss ich ehrlich sagen. Das ist einer, der die meisten Kommentare schreibt, natürlich offscreen. Ich krieg nämlich von ihm, Mr. Anonymous. Weil er will erstens nicht im Internet schreiben. Verstehe ich vollkommen. Er hat meine E-Mail-Adresse. Könnt ihr natürlich auch einsehen, ne? Die steht ja in jeder Videobeschreibung. Und er schreibt mir sozusagen über diese E-Mail-Adresse Kommentare. Finde ich auch gut. Ich gucke die ja so gut wie täglich ab. Ja, meine lieben Freunde. Was ist das mit der dritten Folge? Heute mal ein bisschen kürzer, weil die letzte Folge länger war. Schwimmbad, Serverideen und Verbesserungsvorschläge, wie gesagt, und die Kommentare. Meine Handzeichen könnt ihr gerade nicht sehen, aber ich wünsche mir doch gern ein paar Kommentare von euch. Viel Spaß bei dieser Folge, weil ihr habt sie angeguckt. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss! Sehr gut.